Wir entzünden gemeinsam ein Licht. Gesegnete Ostern, bleiben Sie behütet. Danke für das Licht. Habt ein schönes Osterfest. Das Osterlicht ist der Morgenglanz. Frohe Ostern. Danke für das Licht. Frohe Ostern. Danke für das Helle in meinem Leben. Frohe Ostern. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das ewige Leben haben. Frohe Ostern euch allen! Wir beten nun gemeinsam Psalm 104. Als Kehrvers singen wir immer einen Lobvers, den auch die Kindergartenkinder in der evangelischen Kita in den Andachten singen. Gott, du bist groß. Schön bist du wie die Sonne und wie der blaue Himmel. Himmel und Erde gehören dir. Wie ein Zeltdach hast du den Himmel ausgespannt. Darunter liegt unsere Erde. Die Winde, die Luft sind deine Boote und das Feuer ist dein Gehilfe. Dass sie zwischen den Tälern dahinfließen und alle Tiere des Feldes trinken und das Wild löscht seinen Durst. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Dein Regen schickst du auf die Berge herab, so machst du die Erde fruchtbar. Du lässt Gras wachsen für die Tiere und Saat, die dem Menschen nützt. Brot bringst du aus der Erde hervor und den Wein, der des Menschen Herz erfreut. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Ich lese aus den Evangelien. Drei Frauen sind bei der Kreuzigung dabei. Sie weinen viel um Jesus. Dann wurde er ins Grab gelegt und ein großer Stein wurde vor den Eingang gebracht. Auch dabei haben sie zugeguckt. Wir wollen ihn doch aber einreiben mit Duftkräutern und Öl, sagen sie. Aber jetzt ist Sabbat, der Ruhetag. Da können wir nicht zu ihm. Aber später dann, wenn der Sabbat vorbei ist. Am Sonntagmorgen gehen sie dann los, ganz früh, mit allen Duftkräutern und Ölen, die sie haben. Wie kommen wir hinein zum toten Jesus, fragen sie sich. Der Stein liegt doch vor dem Grab, viel zu schwer, um ihn beiseite zu schieben. Sie gehen weiter bis zum Grab. Schaut nur, sagt einer, der Stein liegt gar nicht mehr davor. Er ist weggerollt.
Sie gehen vorsichtig in die Grabeshöhle hinein. Und Jesus liegt gar nicht mehr hier. Da haben sie ihn doch hingelegt, den toten Jesus. Und jetzt ist er weg. Die Frauen fangen wieder an zu weinen. Seht nur, was ist das? Es ist ganz hell und strahlend. Sind das etwa Engel? Die Frauen bekommen einen großen Schreck. Da spricht ein Engel zu ihnen. Ihr Frauen, ihr sucht Jesus. Ihr sucht Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Sucht ihn nicht bei den Toten. Gott hat ihn auferweckt. Gott ist stärker als die Macht des Todes. Die Frauen schauen sich an. Sie begreifen die Worte erst gar nicht. Sucht ihn nicht bei den Toten. Gott hat ihn auferweckt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. Halleluja. Lasst uns miteinander beten, so wie Jesus Christus es uns gesagt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden in dein Herz. Amen.